So, da bin ich wieder und zwar mit meinem nächsten Video. Ich war wieder bei Coco einkaufen. Ja, folgendes habe ich gekauft. Einen NYX-Lidschatten, eine Creme-Lidschatten, dann von Coco selbst einen Mineral-Lidschatten, Mango, NYX-Lidschatten-Pigmente in Hot Gold Black, Mink, Oro, Sky Pink, Warner, Yellow Gold und Mokka. Und einen Coast Essence Gel Eyeliner 24 Karat Gold. Fangen wir an mit NYXI. Ich habe ihn jetzt auch drauf im Augeninnenwinkel und ich bin so begeistert davon. Wahnsinn. Ich habe noch nie sowas besessen und hatte auch noch nie ein Weiß, das so weiß ist, ohne Glitzer, einfach nur strahlend hell und boah, mir fehlen die Worte. Also ich finde den total cool. Also das war echt ein super, super Kauf. NYX scheint wirklich eine gute Firma zu sein. Dann Pigmente. Ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen zeigen, denn ich habe Fotos gemacht. Zeigt ihr euch ausführlich und ich habe glaube ich viel zu viele Bilder gemacht, aber lieber zu viel als zu wenig. Und das könnt ihr euch dann nachher im Anschluss von meinem Gerede alles in Ruhe angucken. Ich hoffe, die Fotos gefallen euch. Ich habe sie mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Und dann werden wir weitersehen. Dann kommt der für 24 Karat Gold Gel Eyeliner. Ich war auf Kokos Seite und ich konnte mich nicht entscheiden. Aber der Gold, der kam mir gleich. Ich habe jetzt hier schon nur so ein bisschen rausgekratzt für die Fotos von vorhin. Und ich finde ihn genial. Da war auch noch so, ich glaube Lakritze fand ich total toll. Und da war auch so ein Türkis, Grün, Blau. Oh, sah Hammer aus. Also ich denke, den Gel-Einlinern werde ich noch ein bisschen oft zum Opfer fallen, weil die einfach toll sind. Du hast so schöne Sachen in deinem Angebot, Coco. Unglaublich. So, und wo ist jetzt Mango? Moment. Da ist er. Ha, peinlich. Mit dem Logo von der Coco. Mineral-Lidschatten Mango. Und der sieht auf der Haut noch um 1000-mal besser aus, als das hier in diesen Döschen tut. Und selbst darin sieht er schon toll aus. Also ganz, ganz tolles Produkt. Ja, bei den Bildern, die im Anschluss kommen, werde ich euch auch noch die ganzen anderen Pigmente nochmal zeigen. Die hatte ich nämlich in meinem Video mal erzählt, die Kosmetikprodukte völlig vergessen und deswegen dachte ich, ich hänge hier gleich mit dran, hab da noch ein paar Bildchen mehr zu gucken. Ja, ich hatte, wo wir gerade halt schon bei Coco sind, vor kurzem ihr Video geguckt, dass sie da so ein Buch entdeckt hatte von Twilight. Und zwar das Directors Notebook. Und ich muss das haben. Du hast so schön darüber gesprochen und du hast mich so neugierig gemacht. Und ich kann es wirklich jedem Fan nur ans Herz legen. Es ist so cool zu lesen. Es macht so einen Spaß. Ich habe mir dann auch gleich nochmal Twilight wieder angeguckt, weil man sieht auf einmal den Film ganz anders. Und was ich persönlich am allertollsten fand, wie die Personen entstanden sind. Am allermeisten hat mich eigentlich fasziniert die Alice. Und auch hier mit den Augen, wie sie dann darauf gekommen sind, dass schwarze Augen für hungrig und halt die haselnussbraunen Augen für satt stehen und auch die Frisur und so kleine Anmerkungen, was ich total toll fand, das war mit Edward. Edward, also ihre Regisseurin hatte halt von jedem ihrer Charaktere ein Aquarellbild anfertigen lassen und das sollte eigentlich hier Edward sein. Und wie ihr seht,
Er sieht ein bisschen aus wie Maschine von den Pudis in den frühen 80ern. Und Robert Pattinson war dann halt beim Friseur, hat seine Extension bekommen und hier steht, er fand es grauenhaft. Er fand es so grauenhaft, dass sie am nächsten Tag alle wieder rausgemacht werden mussten. Und er zusammen mit der Art Friseurin den Look kreiert hat, den er nur endlich bekommen hat und den natürlich auch alle lieben. Aber es sind so kleine Sachen, wo ich meine, die sind so süß. Oder wo sie auch gesagt haben, am Ende bei dieser Ballszene trägt der Bella diesen Cardigan und dieses Jäckchen. Und das hat sie nicht nur getragen, weil es halt irgendwie zum Verband passt. Es war so arschkalt, dass sie das ertragen mussten und so und mussten sehr viele Pausen machen bei dieser Szene. Und am Pavillon war die so gefroren, es waren glaube ich minus 5 Grad. Und naja, da sind so Kleinigkeiten, die da drin stehen. Und es kostet jetzt 12,90 Euro. Aber ich finde, es liest sich so toll, ist sehr amüsant und ist ein guter Kauf. Das hat jetzt nichts mit Kosmetik zu tun, aber es ist gleich am Rande nochmal die Antwort an Coco und auch nochmal danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und ja, war ein schöner Kauf. Ja, das war das Coco-Video. Im Anschluss kommen die Bildchen und könnt euch in Ruhe angucken. Macht's gut!